Der traditionelle Waldgang von der Bürgergemeinde findet bei der Prattler Bevölkerung jedes Jahr grosses Interesse. 2013 haben mehr als 100 Personen teilgenommen. Für einmal ist der Zabig am Ende vom Rundgang im Tal Schopf serviert worden. Es hat verschiedene Gründe, wieso wir hier hinten stehen. Das mal der Zobe halt hier machen und nicht auf dem Ebene oben oder neuem im Wald. Schaut um, sehen, dass der Tal Schopf im neuen Glanz hier steht. Wir haben ihn renoviert, wir haben das Dach frisch gemacht, wir haben die Spenglerarbe, also eine Kernelfrische gemacht. Wir haben auch die Fassade, die man dann ausgeholzt hat und man Platz gemacht hat, hat man gesehen, dass es Riss hat. Auch die hat man verbessert und hat natürlich die Fassade abgeputzt und auch das Holzwerk gestrichen. Das ist aber nur der eine Grund, wieso wir hier sind. Der zweite, den gehört ihr, es plätschert ganz neu hier hinten beim Tal Schopf. Es ist der Tal Brunnen vom alten Talhof. Und der dritte Grund ist das 50-Jahr-Jubiläum der Hornbuben Altigarde, wo zu dem Anlass der Bürgergemeinde einen Nussbaum geschenkt haben. Vorwärts! Marsch! Die feierliche Übergabe vom Baum hat dann allerdings wegen einem überraschenden Platzregen in Talschopf müssen verleiht werden. Marsch! Bürgerrätinnen und Bürgerräte, liebe Bratlerinnen und Bratler, liebe Tschamauchen. Zuerst etwas zum Begriff Tschamauch. Also quasi meine Definition, das ist ganz einfach. Wenn eine Urenkelin vom Mauch hat, die der Japaner Tschahuro, dann haben wir den Tschamauch. Jetzt habe ich dort zu diesem Anlass noch Gedichtli gefunden vom Carolus II. Es wird ein Nussbaum gepflanzt hinten im Tal. Ziemlich jung noch und noch ziemlich schmal. Jung steht für, wie könnte man es anders erwarten? Jung steht für Hornbuben, alte Garten. Und Nussbaum oder Nüsse fragt man, wieso? Also auf die Antwort müsst ihr selber kommen. An unserem 50-Jährigen machen wir, denke der Bürgergemeinde mit ein Geschenk. Der Bürgerrat und viel fürs Dorf genießt unser Vertrauen. Man sieht, ein so ein Gremium funktioniert sogar mit Frauen. Ich habe beim Graben den Flurchef das erste Mal gesehen, arbeiten. Was für eine Verwandlung. Da habe ich ja mehr geschwitzt, meint er, als bei einer Wurzelbehandlung. So, jetzt kommen wir endlich zum gemütlichen Teil starten. Einen schönen Abend im Namen von der Hornbuben Alte Garten. Und ich höre schon, wie es oben einfragt mit dem Essen im Bauch. Karl, geht's da lang zum Dorf oder bist du auch ein Schamauch? Oh,